The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XDC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Descent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch ein Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt let's go! Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer Kurzausgabe, einem weiteren Reaction-Video. Das letzte hat euch richtig gut gefallen und ihr habt mich gebeten, wenn ich mal Neuigkeiten habe, die öfter mit euch zu teilen. Deshalb mache ich das. Zum einen möchte ich nochmal kurz nachholen. In der letzten Ausgabe habe ich euch ja erzählt von diesem extremen Volumen bei XRP. Hier habe ich nochmal einen passenden Screenshot. Hier könnt ihr mal sehen, 27 Milliarden Dollar oder Euro in diesem Fall wurden innerhalb dieser 24 Stunden bewegt. Also, irgendwas ist da im Busch. Das wollte ich unbedingt nochmal nachliefern. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal dieses Video hier an von Cryptomaniac. Ich muss sagen, ich kannte den noch nicht. Die Patreons haben den immer mal wieder mit mir geteilt und der hat wirklich sehr, sehr viel Wissen und vor allem hat er sehr spannende Ansätze. Davon habe ich schon vor einigen Wochen mal rausgehauen und zwar, dass XRP und XLM eine gewisse Rolle als Stablecoins einnehmen und viele von euch fragen mich immer wieder, Alex, wann steigt endlich der Preis? Ihr redet von Hunderten von Dollar. Wie soll das denn jemals realisiert werden? Vor allem, schau dir doch mal CoinMarketCap an. Schau dir doch mal das MarketCap an von Bitcoin. Wenn XRP solche Werte erreichen sollte, dann würden wir ja von einem Market Cap in Höhe von Trillionen Dollar sprechen. Und ja, da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich glaube, wenn XRP irgendwann einmal einen dreistelligen Wert erreicht, dann aufgrund der These, die Cryptomaniac raushaut, werden wir uns jetzt anschauen. Außerdem glaube ich, dass wenn XRP wirklich aktiv genutzt wird, dass sie so ähnlich wie Swift eine ganz eigenständige Rolle einnehmen. Ihr findet auch Swift nicht irgendwelchen Indizes oder als großen Aktienplayer da draußen, sondern Swift hat seine Aufgabe und macht seinen Job. Und das gleiche könnte ich mir auch bei Ripple und XRP vorstellen. So, jetzt genug geredet, lasst uns direkt reinstarten. Das Ganze ist auf Englisch. Ich werde immer mal wieder anhalten, um euch das Ganze zu übersetzen. Ansonsten, let's go und viel Spaß! I'm about to say something about XRP that's going to make you absolutely flip. And all it took was a little bit of research and joining some dots together. If you ask most people in the crypto community, what is a stablecoin, they will give you one of two answers. That is either USDT or USDC. And I'm here to say... Ooh boy, you have... Okay, merkt schon, der Bro ist auf jeden Fall richtig geteasert, der freut sich schon, das gleich rauszuhauen. Ja, das ist doch die Frage an euch. Wenn man euch jetzt auf der Straße fragen würde, was ist ein Stablecoin? Ich denke, auch ihr würdet damit antworten. Ja, das sind so gedeckte Kryptocoins wie zum Beispiel USDT, also Tether oder USDC. Und da habt ihr natürlich auch erst einmal recht, aber... No idea what the World Bank and the World Economic Forum define as a stablecoin. There are two tokens that they believe are stablecoins. And those are XRP and XLM. And that's not all. Acknowledging that they classify XRP and XLM as stablecoins, I mean, it's written in their documentation, the regulation that Biden is pushing for in a potential executive order is for freaking stablecoins. Das, was wir als Stablecoin verstehen, ist nicht das gleiche, wie Staaten und vor allem Regulierer Stablecoins einordnen. Und er sagt, dass die Coins, die Staaten als Stablecoin im Kopf haben, eben XRP und XLM sind. Jetzt werdet ihr verwundert sein und sagt, hä, die schwanken doch. Ja, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Er sagt, unter anderem läuft ja zum Beispiel gerade der Push im Bereich der Stablecoin-Regulierungen. Falls ihr in letzter Zeit mal so ein bisschen News gelesen habt, werdet ihr sehen, dass die US-Regierung immer wieder darüber spricht, Stablecoins regulieren zu wollen. Unter anderem vor allem auch nach diesem Terra Luna-Desaster. Aber gemeint sei wohl, dass diese Stablecoins nach vorne bringen, in Wahrheit wahrscheinlich das nach vorne bringen von XRP und XLM sein können. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Stablecoins, guys! The executive order is for regulation on stablecoins. If I ask the average Joe in crypto, what does a stablecoin mean? He's gonna say USDT or USDC, not even realizing that XRP and XLM are the stablecoins in question. We have to look at the business side of things for Ripple. Ripple is working with large institutions and governmental agencies from around the world, representing countries. Do you think these large entities are gonna be involved with XRP without knowing the fees they're gonna pay? Do you think they're gonna leave it up to chance, leave it up to the price chart? Absolutely not. These companies and countries need to know exactly how much it's going to cost to transfer X amount of money across the world. That means the XRP price has to be set.
Ja, genau das ist auch die Frage von vielen Leuten. Wenn die Banken wüssten, dass XRP oder XLM jetzt die neue Zukunft werden, warum kaufen die nicht einfach alle auf? Ich meine, das würde doch eine unfassbare Rendite mit sich bringen. Da gebe ich euch vollkommen recht, aber Banken geht es nicht unbedingt darum, jetzt irgendwie ein Asset an sich heranzureißen, sondern es geht um einen Gamechanger für die gesamte Finanzwelt. Es geht also nicht um ein Geldhaus, das dir die Taschen voll macht, sondern um die gesamte Finanzwelt. Und von daher werden die Banken, Regierungen und die Regierungsabteilungen, die sich um dieses Thema kümmern, eben nichts dem Zufall überlassen. Und von daher ist denen auch ziemlich egal, wie der XRP-Kurs sich an irgendwelchen Kryptobörsen macht, sondern er ist der Meinung, dass der Preis eines Tages eben von diesen Konsortien gesettet wird. Also die setzen einfach einen Preis fest. Und das ist dann auch der Punkt, wo plötzlich Market Cap und all das über den Haufen geworfen werden können. Denn Market Cap, wie wir es kennen, ist ja in der Regel der Zufluss an Geldern in einem Projekt aus allen Anlageklassen und allen Anlegern. Das heißt, mit zunehmender Bekanntheit, mit zunehmendem Zuwachs an Vertrauen und so weiter, steigt eben das Market Cap eines Projekts. Wenn es aber jetzt so läuft, dass die Regierungen quasi an einem Tisch sitzen und gleichzeitig sagen, wir setzen den Preis jetzt auf Summe XY, überspringt man diesen organischen Zuwachs und somit wären auch ganz andere Market Caps möglich. Doesn't get discovered. There's no price discovery for XRP. The price gets set because those are the pre-agreed rates made by Ripple and their partners. So acknowledging that the XRP price needs to be set, and we know from David Schwartz, it needs to be high enough to handle all of those transactions. This thing is not going to be left up to chance, left up to price discovery. They know the price that XRP needs to be at to handle all of the transactions on the XRP ledger when this thing goes boom. The price is predetermined, and when the time comes, all they do is enter those digits in. All of a sudden, XRP is that price. Their partners who have those pre-agreed terms are getting delivered those terms. They know exactly how much it costs to send their money. When all these dots connected, my mind was absolutely blown. Guys, freaking pack your bags. Come on. Come on now. Okay, also erstmal muss ich sagen, ein verdammt, verdammt sympathischer Dude, also wirklich cool, sehr, sehr schönes Video. Was sagt er am Ende noch? Er sagt, David Schwartz selbst hat mal gesagt, der Preis kann nicht günstig sein. In dem Post aus 2017 sagt David Schwartz, it can't be dirt cheap, that doesn't make any sense, also es kann nicht wirklich günstig sein, das würde keinen Sinn ergeben. Wenn XRP 1 Dollar kosten würde, bräuchte man 1 Million XRP, um eine 1 Million Transaktion abzuwickeln. Andersherum, wenn XRP 1 Million kosten würde, bräuchte man wiederum nur 1 XRP für diese Transaktion. Er geht also darauf ein, dass im Prinzip aufgrund des festgeschriebenen Supplies, es gibt ja nun mal insgesamt nur 100 Milliarden XRP, es einfach viel zu unsinnig wäre, wenn XRP bei einem geringen Preis sei, weil man dann gar kein Volumen bewegen könnte. Also XRP muss einen hohen Wert haben, um diesen hohen Volumina, die bewegt werden sollen, gerecht zu werden. Also wenn der Preis gesetzt wird, dann im gemeinsamen Einvernehmen dieser Beteiligten und die werden eben den Preis schon längst beschlossen haben und eruiert haben. Die wissen also seiner Meinung nach zumindest schon längst, dass der Preis den und den Wert erreichen muss, um eben alles abdecken zu können. Und es wird, wenn es dann soweit ist, einfach boom, also per Knopfdruck passieren. Das passt auch ganz gut zu dieser Flip-of-the-Switch-Theorie, dass einfach ein Schalter gedrückt wird, so ungefähr. Und das passt auch ganz gut rein zu diesen ganzen Volumina, die zuletzt doch bewegt wurden. Große Volumina, wenn nicht sogar zu sagen megamäßige Volumina. Das klingt für mich schon so ein bisschen wie so ein Stresstest, dazu die ganzen Partner im Hintergrund. Jetzt aber genug XRP-Brille aufgehabt, ihr Lieben. Jetzt seid ihr am Zug. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, glaubt ihr auch daran, dass vielleicht im Hintergrund irgendwas längst geplant ist und irgendwann per Schnipser dann der Preis gesetzt wird? Oder aber glaubt ihr, dass das alles ein bisschen Wunschträumerei ist und wenn überhaupt XRP nur auf dem ganz normalen, organischen Weg an Zuwachs gewinnt? Bin ich mal sehr interessiert, das soll es heute gewesen sein. Sonntag haben wir eine Besonderheit. Sonntag gibt es keinen Wochenreport, wie ihr ihn sonst kennt, sondern am Sonntag verbinden wir den Wochenreport mit dem Fullmoon-Hangout, denn am Sonntag ist der nächste Vollmond. Das heißt für euch, es gibt natürlich alle News, die es im Wochenreport gibt, zusätzlich aber auch ein umfangreiches Q&A und wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch das ein oder andere Video von euch zugeschickt. Vielleicht gibt es dann auch noch weitere Reactions. Ich bin für heute raus, wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns Sonntag wieder und bis bald. Ciao.